Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich bei den ORF 3 Künstlergesprächen, heute mit der Schweizer Komikerin Hesel Brugger. Hallo. Hallo. Ich tue mir normalerweise leichter, Interviews zu machen mit Künstlerinnen und Künstlern, die älter sind, weil da schon viel mehr Leben da ist, über das man irgendwie reden kann. Aber bei dir ist das überhaupt nicht schwer, weil du so wahnsinnig früh begonnen hast. Ich wollte gerade anbieten, wir können auch noch ein bisschen hier sitzen bleiben. Wir können noch Leben und produzieren. Erst später ausstrahlen. Ich glaube, mit 17 war der erste Poetry Slam, mit 19 das erste Solo-Programm. Hast du eigentlich heute noch denselben Humor wie vor 10, 15 Jahren? Also ich würde schon sagen, dass mein Humor so von der Richtung her gleich geblieben ist. Mhm. Aber ich denke, dass die Auslebungsart einerseits ein bisschen breiter im Spektrum geworden ist, aber auch vielleicht ein bisschen präziser. Also ich weiß jetzt eher, was meine Tonalität ist, auf der Bühne, in Videos, in Podcasts, wo auch immer. Sogar in Interviews bei ORF 3 versuche ich immer, ich selbst zu sein. Und grundsätzlich lache ich aber immer noch über dieselben Dinge. Weil es gibt so diesen einen Satz, den in Interviews immer wieder zitiert wird. Ich glaube, eine Zeitung hat das mal geschrieben, die böseste Frau der Schweiz. Und ich habe mich gefragt, ist eigentlich guter Humor immer schmerzhafter Humor? Ich glaube, guter Humor, der erkannt wird, der muss ja irgendeinen Superlativ erfüllen. Und die netteste Frau der Schweiz klingt halt nicht besonders witzig. Und dieses Böse, ich glaube, das ist halt auch so die Kraft von Humor, ist, dass man auch über Dinge spricht, über die zwar alle nachdenken, aber die sich vielleicht die Leute nicht so trauen auszusprechen. Und das hat natürlich immer etwas Kritisches oder Böses oder zumindest Freches. Aber ist es einfacher, sanft im Humor zu sein oder hart im Humor? Oder ist es völlig unabhängig voneinander? Ich denke schon, dass es einfacher ist, sanft zu sein, wenn man sich des allen bewusst ist, was danach kommt. Also es ist ja sehr einfach mal hart zu sein, wenn man nicht gewillt ist, das nachher auszuhalten, was zurückkommt. Ah, ja. Aber wenn man weiß, was passieren kann, wenn man was Böses sagt, also was da alles für Reaktionen auf einen zukommen, dann ist es schwer, wirklich was sehr, sehr Hartes zu sagen. Außer man hat sich es eben gut überlegt und steht dann auch dazu. Und ich glaube, der mentale Druck bei bösem Humor ist höher als bei nettem Humor. Aber der Ertrag ist auch schöner. Weißt du, die Interviews zum Beispiel in der Heute-Show, die haben ja durchaus eine gewisse Schärfe. Ja, also bei der Heute-Show hatte ich auch dann gegen Schluss, als man mich, also mittlerweile mache ich diese Form von Straßenumfragen nicht mehr, weil es mir halt dann auch irgendwann wirklich zu anstrengend wurde, diese reale Note, die es ja gibt. Also die Leute schauen sich dann irgendwie 3 Minuten im Fernsehen an und sagen, ach mei, das ist aber frech oder böse und lustig. Aber ich bin ja da tatsächlich 7 Stunden vor Ort bei irgendeiner Demo, wo Neonazis, die gerne Asylantenheime anzünden, dafür plädieren, dass man ihnen bessere Streichhölzer geben soll. Und die hassen mich alle. Und ich habe 2 Securities dabei, die sagen, wir müssen sofort abbrechen. Und das, ja, das ist natürlich irgendwie schon nicht. Also das Making-of ist immer nicht so witzig, wie es dann am Ende ist. Weil wenn man sich so die Karrieren zum Beispiel von Loriot, von Otto, von H.P. Kerkeling anschaut, das sind ja im Grunde große Karrieren gewesen, die aber mit einem sanften Humor diese Karriere gemacht haben. Ja, vielleicht ist das ja wirklich so, dass, also ich wollte jetzt das Fass gar nicht selber aufmachen, weil ich dachte, es wird sicher für mich geöffnet, aber als Frau in der Humorszene ist es vielleicht noch wichtiger, dass man nicht per se schon die Sanfte ist, weil man ja sowieso innerhalb der Comedy- oder Kabarettszene so als eher weicher und emotionaler gilt als die Männer vielleicht. Und wenn ich jetzt noch, ja, wenn ich jetzt auch noch so ganz einen sanften Humor hätte, weiß ich nicht, wie einfach es für mich gewesen wäre, mich durchzusetzen. Ah, auch so ein Thema im Sinn von ernst genommen werden? Ja, ich denke schon. Also das war, retrospektiv kann ich das sagen, aber es war natürlich nie, während es passiert ist, ein bewusster Prozess. Ich habe 2 große Brüder. Und mein Humor war wirklich einfach dann so meine Art, mich zu Hause durchzusetzen. Und ich glaube, wenn ich 2 große Schwestern oder schlimmer noch 2 kleine Schwestern hätte, wäre das überhaupt nicht so rausgekommen. Natürlich sind jetzt auch Otto oder Loriot ganz andere Generationen, muss man auch sagen. Würdest du sagen, gibt es einen Unterschied zwischen jungem Humor und älterem Humor? Gibt es das überhaupt? Ja, ich glaube, der größte Unterschied, und das ist wirklich nicht zu unterschätzen, was das für eine riesige Rolle spielt, ist, dass der Humor nicht nur
subjektiver wird, im Sinne von, das ist jetzt wirklich meine Wahrnehmung und ich erzähle von mir, sondern er wird auch gleichzeitig ehrlicher. Also dieses Subjektive geht ja mit einer gewissen Ehrlichkeit einher, weil man kann ja schlecht, kommt ein Mann zum Arzt, Witze erzählen und immer nur wirklich bei sich selbst bleiben. Und ich glaube, die Leute momentan gerade, das hat aber weniger was mit jungen und alten Leuten zu tun, sondern einfach mit der Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden. Die Leute lechzen nach Realität und nach so multidimensionalen Persönlichkeiten. Mhm. Weil es gibt ja momentan auch so diesen Satz, den man immer wieder und überall hört, nämlich man darf ja heute schon gar nichts mehr sagen. Und da habe ich mich gefragt, ist das eigentlich etwas, das es einen schwieriger macht, auch im Lustigsein, was man macht, wie man es macht? Ich glaube ja, dass nur Leute diesen Satz sagen, die sehr davon profitiert haben, dass sie früher Dinge gesagt haben, die sehr zum Leidwesen anderer Leute waren. Aber diese völlige Verklärung davon, wie es jetzt ist im Vergleich zu früher, ich glaube das nicht, weil das einfach, es ist zu schwer, so eine pauschale Aussage über den aktuellen Humor zu machen, weil man sich selber ja auch noch immer im Kontext der Zeit sehen muss. Aber würdest du sagen, dass man vielleicht, wenn man was sagt, doch ein bisschen vielleicht mit mehr Bedacht irgendwie formuliert? Ich denke schon, dass man heutzutage, also allein, dass man, also ich zum Beispiel gendere in meinem Programm. Also ich gendere jetzt nicht so im Sinne von, dass ich dann beide Formen sage, aber manchmal ist es dann einfach eine Polizistin, manchmal ist es ein Lehrer, also einfach. Ist alle halt, Möglichkeiten durch. Genau, so wie es halt ja auch eigentlich in der Realität mittlerweile sein könnte und sollte. Und ich denke schon, dass man also nicht mehr alles sagen darf, aber auch nicht sollte. Und ich will auch gar nicht alles sagen. Und es schränkt mich aber eigentlich nicht wirklich ein. Also im Gegenteil, ich finde manchmal sogar das echt cool, wenn man wenn es so ein Korsett gibt, das sich um einen drum legt. So wie das früher die Schallplattenlänge begrenzt war, hat einen ja auch irgendwie dann dazu gezwungen, halt in der Zeit dann das Album rauszubringen, was man wollte. So, und trotzdem heute, was draus zu machen, ja, sozusagen. Genau, ja, genau. Und heute kann man ja ein Album rausbringen, was 4 Tracks hat oder 45. Also es ist ja, ich finde so zu viel Freiheit im kreativen Arbeiten auch ein bisschen beängstigend. Ich habe so den Eindruck, dass es momentan generell so ein bisschen eine Entwicklung gibt, in der es darum geht, dass das Innerste nach außen zu kehren. Also zum Beispiel Felix Lobrecht erzählt über Therapie. Sido hat unlängst diese Erfahrung mit den Drogen thematisiert oder Kurt Krömer spricht über Depressionen. Und mein Gedanke war irgendwie der, kann das irgendwie daran liegen, dass man eben so ein bisschen aufhört mit diesem Zeigen auf die anderen und eher mal bei sich selber beginnt? Oder ist es zu viel interpretiert? Nein, ich glaube, das ist genau die richtige Menge an Interpretationen. Also erstens glaube ich halt, dass es damit zu tun hat, eben, dass man nicht mehr den Kern des Witzes bei anderen unbedingt sucht, sondern so in der Menschlichkeit an sich. Und die findet man ja bei sich selber am präzisesten. Oder man hat halt bei sich selber die meiste Möglichkeit, geduldig zu beobachten, was den Menschen im Innersten ausmacht. Und ich glaube aber auch, dass Menschen sich grundsätzlich einfach sehr viel mehr mit sich selber auseinandersetzen als auch schon. Also allein, man sieht es ja immer zum Beispiel, wie Beziehungen, wie kommunikativ mittlerweile Paare auch sind. Und das muss ja auch irgendwo durch bedeuten, dass Leute mit sich selbst auch mehr kommunizieren. Also es ist nicht mehr einfach nur so ein Leben und arbeiten und warten, bis es dann vorbei ist. Und dann geht man in Rente und man wusste aber gar nichts über die tote Person. Ja, aber wird wahrscheinlich irgendwann auch wieder einen Gegentrend geben. Aber ich habe so diese Idee, dass so Comedy auch wirklich so zu einem Ort der Selbstoffenbarung wird, wenn ich jetzt an El Hotzo denke oder Hannah Gatsby. Das ist ja schon genau das. Ja, ich glaube schon auch, dass, dass Comedy. Also es gibt ja dann wirklich so Beispiele, Hannah Gatsby zum Beispiel, wo es dann auch gar nicht mehr lustig ist. Wo ich dann selber eigentlich auch gar nicht mehr so der Meinung bin, dass das Comedy ist. Aber es ist dann halt irgendwie eine Art von Performance-Kunst, die mit Comedy noch am meisten vergleichbar ist. Und ich denke, dass halt das sicherlich auch so eine Art Gegenbewegung dazu ist, dass auf Social Media sehr viel sehr, sehr Oberflächliches passiert. Und dass ja auch zum Beispiel Reality-Fernsehen wahnsinnig populär ist. Aber allen ist klar, dass das total fake ist. Und wenn man dann noch echte Eindrücke will,
dann hört man sich halt noch vielleicht einen Podcast an, wo jemand 2 Stunden lang über sich redet. Und man kann ja nicht 2 Stunden lang über sich selber reden, ohne in irgendeiner Weise auch über vielleicht negative Seiten des Ichs zu sprechen. Oder was preiszugeben tatsächlich, ja, genau, von sich. Ja. Weil so ein Eindruck im Sinn von damals zu heute ist auch irgendwie noch, dass heute genügt es irgendwie nicht mehr nur lustig zu sein. Ich glaube, dass das Publikum auch das Bedürfnis hat, dass der Komiker, die Komikerin, dass die ähnliche Werte teilen. Also auch, dass es ein guter Mensch ist auf eine gewisse Art und Weise. Ja, ich glaube schon auch, dass also manchmal, wenn die Leute... Wenn ich zum Beispiel unterwegs bin und dann möchte jemand ein Foto mit mir machen und dann ist noch eine dritte Person da und ich kenne die aber alle nicht und dann, also es ist mir schon öfter passiert, dass eine jüngere Person mit mir ein Foto machen wollte und dann ist daneben war eine ältere Person und hat dann gefragt, wie sind Sie bekannt? Und habe ich gesagt, ja, so ein bisschen. Warum denn? Was machen Sie? Und dann hat die Person einfach so gesagt, ja, die ist halt einfach cool. So. Also es war dann irgendwie gar nicht so, man konnte gar nicht so richtig zeigen oder mit dem Finger drauf zeigen, was es ist, sondern es ist dann mehr so ein Grundgefühl, so, ah ja, ich glaube, die ist so ganz cool. Und dazu gehört dann halt auch, dass man vielleicht ein Leben lebt oder zumindest so, dass die Community denkt, dass man das lebt. Also ich versuche schon so zu sein, wie ich auch wirke, aber dass man dann halt irgendwie Fahrrad fährt anstatt Auto oder dass man nicht sagt, ja, ich gehe immer zur Fridays for Future Demo und dann macht man das gar nicht. Also, ich glaube schon, dass die Leute wollen, dass man so ein 360-Grad-Mensch ist. Weißt du eigentlich, wie oder auf welche Art und Weise einfach Humor in dein Leben gekommen ist? War das immer schon da? Ist das irgendwie mal, hat man es mitgenommen, wo, was man gehört hat? Wie war denn das? Also bei uns zu Hause wurde eigentlich immer Humor konsumiert. Und dann so richtig, dass es so richtig bewusst mir klar wurde, wow, das ist halt auch was, wo man gezielt hingehen kann, um zu lachen. Also man kann ganz gezielt sagen, ich möchte jetzt eine Stunde lachen, also konsumiere ich jetzt das. Das war, als ich Austauschschülerin in Australien war mit 15. Da haben wir sogar in der Schule 2 Humorserien geschaut und mussten dann einen Aufsatz drüber schreiben, warum die eine lustiger ist als die andere. Ah ja. Und wann hast du für dich bemerkt, dass du lustig bist, dass Menschen reagieren auf das, was du sagst, und zwar vielleicht stärker als auf das, was andere sagen? Also ich habe schon immer, in der Schule war meine Rolle nicht Klassenclown, sondern ich war so wie der Anwalt der Klasse. Also wenn wir rausgehen wollten, habe ich immer gerne mit den Lehrern diskutiert, wenn wir nicht Lust hatten auf so Frontalunterricht. Und das war so meine Art, auch mich mit den Klassenkameraden, Klassenkameradinnen zu verbünden. Und ich habe immer gemerkt, wenn dann der Lehrer oder die Lehrerin gelacht hat, dann hatte ich es geschafft. Also dann konnte ich meinen Willen durchsetzen. Und das war so, ich würde sagen, so mit 10 oder so, habe ich gemerkt, dass das nicht nur liegt mir das, sondern ich mache das wirklich wahnsinnig gerne. Und ist natürlich auch dieser Umgang mit der Sprache, wenn es ums Argumentieren geht, ums Formulieren geht und so. Ja, und es ist halt zwar frech, aber wenn man die andere Person zum Lachen bringt, ist es ja unterm Strich was Positives. Und es war dann auch immer noch besser, wenn man es geschafft hat, einen humorlosen Lehrer zum Lachen zu bringen. Also so die verbotene Frucht war immer der Lehrer, der Geografielehrer. Das war so der unlustigste Mensch, ein Glaziologe. Also so sah er auch aus. Und der war so wahnsinnig humorlos. Und wenn der dann gelacht hat, dann wusste ich, muah. Jetzt war ja so vor 15, 20 Jahren der Ort, wo Comedy passiert, die Bühne, vielleicht auch noch irgendwie eine große Show auf RTL um 20.15 Uhr. Aber mittlerweile sind ja zu diesen 2 Punkten noch wahnsinnig viele Bühnen dazugekommen mit TikTok, mit YouTube, mit Instagram, das schon gemeint, Podcasts. Wie verändert sich denn eigentlich der Humor, wenn plötzlich so viele Möglichkeiten da sind, die auch alle irgendwie ein bisschen andere Adressaten haben? Ja, also man würde ja denken, dass es dann irgendwann zu viel ist. Also dass man dann irgendwann denkt, boah, jetzt habe ich es gesehen mit dem Humor, jetzt habe ich keine Lust mehr. Aber ich finde, dass das Gegenteil der Fall ist. Also je mehr Leute mich bei TikTok sehen, desto besser ist dann auch die Stimmung bei einem Live-Abend. Obwohl das ja ein total unterschiedliches Medium ist. Aber so, ich habe das Gefühl, je mehr Humor da ist, desto mehr Humor wollen die Leute auch.
weil du bist ja selber auch auf diesen Plattformen allen vertreten, hast hunderttausende Follower. Ich glaube, die YouTube-Videos sind zum Teil bis zu 5 Millionen Mal angeklickt. Aber würdest du sagen, leidet die Qualität ein bisschen drunter, wenn man so viel einfach immer rausschießen muss, ohne dass man sagen kann, ah, das lieber nicht, das lieber nicht? Ja, also die Qualität, eine Art von Qualität leidet immer. Also es ist entweder die Qualität des Produkts oder die eigene Lebensqualität. Mhm. Und mit sinkender Lebensqualität leidet dann auch irgendwann zwangsläufig die Qualität des Produkts, was man raustut. Deswegen haben wir jetzt tatsächlich angefangen zu sagen, wir hatten uns das sehr, sehr krass vorgenommen. Jeden Sonntag um 12 Uhr bei YouTube, jeden Montag ein Podcast. Und wir versuchen jetzt, uns auch mal ein bisschen Freiraum zu geben und zu sagen, dann kommt halt vielleicht mal eine Woche kein YouTube-Video, weil wir einfach gerade zu wenig Leben haben, um daraus ein Video zu machen. Du hast in einem Interview unlängst gemeint, dass du wahrscheinlich dein Leben lang irgendeine Form von Therapie machen wirst oder machen musst. Ein Leben lang? Ich habe mir gedacht, das ist schon lang, ein Leben lang. Ja, aber also ich glaube eh, dass Leute, die sich freiwillig auf eine Bühne stellen und dann wollen, dass sie unkontrollierbare Geräusche aus ihrem Zwerchfell rauspressen, dass die sehr therapiebedürftig sind. Und ich meine damit auch nicht, dass ich jetzt mein Leben lang irgendwie zu einem Psychiater oder zu einem Psychologen muss, sondern zum Beispiel, ich habe jetzt richtig viel Spaß am Laufen wieder gefunden. Das habe ich als Teenager immer gemacht und jetzt mache ich das wieder. Und einfach diese Momente des Alleineseins, mal zur Ruhe kommen, aber gleichzeitig sich auch ein bisschen auspowern, das kann auch eine Form von Therapie sein. Weißt du, mein Hintergedanke war bei der Frage, wenn man so Gesprächstherapie macht und viel von diesen Formen von Therapie macht, ob du da irgendwie die Angst oder die Befürchtung hast, dass das, was sozusagen dein Talent ist, nämlich lustig zu sein, dass das wegtherapiert wird. Weil man schaut ja schon in die Abgründe und das sind ja auch oft die Orte, wo dann der Humor dann entspringt. Ja, also ich glaube schon, dass so ein gewisser Grad von Unglück oder ich finde eher, es ist so eine Art Unbefriedigtheit. Also das ist, meine ich jetzt nicht auf so eine untervögelte Art. Darf man das bei ORF 3 sagen? Ja, jetzt ist es gesagt. weil es sich dem fehlenden Beischlaf nachempfunden. So, ja, das ist perfekt. Gut. Ding, ding, ding. aber ich glaube, es ist so ein gewisser Hunger, den man dann mit kreativer Arbeit versucht zu stillen. Und wenn man das klingt jetzt auch komisch, aber wenn man so zu glücklich ist und wie so ein dümmliches Lamm nur daher grinst, da glaube ich nicht, dass man dann den Drang verspürt, Witze zu schreiben oder zu machen. Aber ein ganz kürzliches Beispiel dafür, dass man durchaus auch dass kreative Arbeit auch Schaden davontragen kann, wenn man zu wenig Therapie macht, ist zum Beispiel Kanye West. Also der braucht auf jeden Fall Unterstützung, medizinische und gesprächstherapeutische Hilfe. Mhm. Und da ist gar keine Kreativität und kein Humor mehr möglich. Also ich denke schon, dass man eigentlich von einem gesunden Punkt aus auch lustig sein kann. Mhm. Wir sind heute im Globe in Wien, wo du heute Abend dein aktuelles Programm spielst. Ich glaube, das dritte Soloprogramm ist das. Und du hast in einem Interview gemeint, dass man mehr als 5 Soloprogramme von niemandem sehen will. Und oh shit. Ich habe mich gefragt, was machst du denn ab 32? Nee, ich würde ja tatsächlich gerne noch nach Amerika gehen einmal und auf Englisch Comedy machen. Aber wahrscheinlich habe ich da den Schneid nicht zu. Wegen der Sprache, wegen der Konkurrenz, wegen... Wegen der Konkurrenz. Also ich war schon öfter in New York in Comedy-Clubs und da sind so Leute, die das noch nicht lange machen oder die das so lange schon machen, länger als ich lebe und so wahnsinnig gut sind, aber trotzdem nicht quasi... Keine das Stars so, sind. Ja, gar, also nicht mal ansatzweise. Die haben 2 Jobs noch nebenbei und sind besser als alles, was ich im deutschsprachigen Raum jemals gesehen habe. Und dann denke ich einfach, ja gut, also muss ich nicht gar nicht erst anfangen. Liebe Hazel, was wünsche ich dir? Ein erfülltes Leben. Ja. Und ich denke, alles Gute. Damit macht man selten was falsch. Das stimmt. Was, dann was darf ich dir wünschen? Ich wünsche dir erstmal dir alles Gute und ein schönes, erfülltes Leben und vielleicht auch Erfolg in den USA.
Ja, vielen Dank. Wenn du möchtest, kannst du gerne dann kommen. Auf jeden Fall, dann sehen wir uns wieder. Für die kleine Schnittstelle an New Yorkern und Österreichern. Ich freue mich schon drauf. Ich mich auch. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke.